Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es mal wieder um Bildbearbeitung. Ich hatte euch zwar versprochen, dass der Testbericht zum Full Aim X5 und zur DJI Osmo Action 3 folgen wird, aber das verzögert sich nochmal um ein, zwei Wochen, weil ich muss das halt nochmal genauer testen und bin bisher leider noch nicht dazu gekommen. Also von daher machen wir heute nochmal Bildbearbeitung. Deswegen gehen wir einfach mal runter auf den Desktop und werden mal ein Bild bearbeiten. Ja, hier sind wir auf dem Desktop. Ich habe mir hier, ich glaube, ein Storch ist das. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also von daher nimmt das nicht ganz für voll. Aber ich glaube schon. Ja, wir werden das jetzt hier in Lightroom bearbeiten. So, wir haben hier eine niedrige ISO, also da müssen wir nicht allzu viel machen. Überbelichtet haben wir hier nichts, unterbelichtet haben wir es schon. Also nehmen wir hier das Profil unterbelichtet. Ja, warm lassen wir so. Objektivkorrekturen mache ich, wie gesagt, gleich über, obwohl brauchen wir gar nicht, weil das ist sowieso nicht sehr rauschanfällig, das Bild. Also von daher machen wir es direkt hier drüber. Werden wir dann nämlich DxO Pure Raw heute mal nicht benutzen. So, ja, dann überlegen wir uns mal, wie das Endergebnis aussehen soll. Möchte natürlich den Vogel schon deutlich im Vordergrund haben. Deswegen würde ich sagen, werden wir den Hintergrund etwas abdunkeln. Ist nur minimal, machen diesen aber dafür auch ein bisschen unschärfer. Und ich habe, wie gesagt, hier in der letzten Version von meinem AF Preset Paket ein paar Modifikationen gemacht, damit halt das Motiv doch besser ausgewählt wird. Wie ihr seht, es ist schon fast perfekt, ja, aber noch nicht halt hundertprozentig. Das ist leider auch nicht wirklich möglich. Es kommt halt immer auf den Kontrast und all sowas an, wie genau das dann halt erkannt wird. Ja, ich werde hier jetzt halt noch ein paar Kleinigkeiten hier rausnehmen, machen hier aber die weiche Kante mal an, damit das nicht ganz so drastisch auffällt. Ja, und ganz so hundertprozentig muss es natürlich hier jetzt nicht sein. Aber halt die wichtigen Stellen nehme ich hier schon rein. Wie gesagt, ganz so hundertprozentig muss es jetzt nicht sein. So, das sieht eigentlich schon mal soweit ganz gut aus. Gucke noch mal eben drüber. Die Kante machen wir noch mal ein bisschen nach. Hier das Stückchen noch. Dann schauen wir unten noch mal. Das ist jetzt halt im Vordergrund, aber das werde ich hier mal rauswählen. So. Das reicht mir eigentlich. Dann hätten wir das jetzt ausmaskiert. Aber das wollte ich hier nochmal kurz gucken. Also das können wir gleich dann noch regeln. Ja, des Weiteren möchte ich jetzt auf jeden Fall oben etwas abdunkeln, unten auch etwas abdunkeln. Die Sonne, die kommt von hinten rechts, wie es aussieht. Ähm,
können mal schauen. Werden wir jetzt mal hier mit reinnehmen, die Sonne. Und zwar werde ich die jetzt mal etwas vergrößern. Aber halt weiter rausziehen. Und das Ganze noch ein bisschen schräger. So passt mir das schon, aber ein wenig abschwächen werden wir die ganze Sache. Gut, hätten wir das. Als nächstes gehen wir dann mal weiter. Gradationskurve, warme Lichter und warme Mitten. Kalte Schatten. Dann nehmen wir unser Color Grading natürlich. Für unsere Tiere. Unser ASL-Paket. Und dann suchen wir uns jetzt hier noch die vernünftige Belichtung raus. Dunst entfernen, Kalibrierung und die Sättigung nehmen wir etwas raus. So, zurechtschneiden müssen wir es eigentlich nicht. Würde ich sagen, das können wir so lassen. Dann würde ich auf jeden Fall hier noch ein 100% ran die Augen ein bisschen bearbeiten. Da nehmen wir dann die weiche Kante wieder raus. So, dann Iris-Optimierung. Dann haben wir da auch jetzt noch mal ein bisschen Licht mit reingebracht. Ja, ansonsten, ich würde hier sogar noch sagen, wir machen hier noch ein paar Radialmasken. Und zwar würde ich jetzt hier die Belichtung noch mal ein bisschen runterziehen. Und ich würde sagen, das reicht auch schon. So, als nächstes schicken wir das Ganze nach Photoshop. Auch hier benutze ich immer noch die Beta-Version. Mal kurz was trinken. So, dann legen wir eine Kopie an, zoomen mal auf 100% rein und werden jetzt hier halt Sachen, die uns stören, rausnehmen. Dafür nehmen wir das Entfernungstool, ziehen den mal ein bisschen größer, werden das hier auf jeden Fall rausnehmen. Das macht er ganz gut. Das hier würde ich noch ganz gerne entfernen. Dann kann man das Grashalm hier auch direkt mit entfernen. So, was haben wir noch? Dann machen wir den mal kleiner. Jetzt könnte man hier natürlich mit dem Stempelwerkzeug arbeiten, aber ich werde es hier auf jeden Fall probieren, mit dem Entfernungstool das zu regeln. Gehen wir mal ein bisschen näher ran.
So, und werden jetzt hier halt noch die kleinen Makel entfernen. Den mal ein bisschen kleiner machen. So, ich denke, so gefällt mir das. So können wir das eigentlich lassen. Gut, dann wären wir hier in Photoshop auch fertig. Können das speichern. Dann werden wir das Ganze nach Radiant Photo schicken. Kurzen Augenblick. So, dann nehmen wir unser eigenes Preset und speichern das. Und dann werden wir das Ganze noch nach Topaz Photo AI schicken. Da gibt es jetzt auch eine neue Version, die 1.4 ist das, glaube ich. Da gibt es jetzt halt die Möglichkeit, dass ihr da auch Texte nachschärfen könnt und sowas und verbessern. Also Upscaling hat er gemacht, also unser Standard. Was aber hier auf jeden Fall falsch ist, weil das haben wir ja hier, also braucht er nicht upscalen, das können wir nämlich so lassen, weil wir haben es ja im Hochformat fotografiert. So, also machen tut er hier eigentlich fast gar nichts, wie man sieht. Rauschen müssen wir eigentlich auch nicht unbedingt. Obwohl, ich werde hier mal Rauschreduzierung anmachen. Aber natürlich wesentlich niedriger das einstellen, weil so viel haben wir hier nicht. Ja, das scheint hier immer noch ein Problem zu sein. Entschuldigung, bei Photo AI, sobald man hier zu viel auf einmal und zu schnell ändert, dann hat er hier immer Probleme, da was zu machen. Ich habe auch falsch, oder? Nee, das ist Remove Blur. Das war jetzt natürlich falsch. Also, werden wir hier nochmal ganz normal das wie vorher machen. Nochmal Reset. So, jetzt hat das gut. Das können wir jetzt hier lassen. Dann Remove Blur. Remove Noise meine ich natürlich. Und das stellen wir dann mal runter auf 6. Ja, da sieht man schon drastisch den Unterschied. Gerade wenn man so nah rangezoomt ist, aber ich werde noch ein bisschen weiter runter gehen auf 2. Mal schauen. Das reicht schon vollkommen. Gut, dann speichern wir das.
Ja, tut mir leid, dass im Moment ist zeitlich das alles ein bisschen knapp. Deswegen setze ich mich dann lieber kurz an den Rechner und bearbeite mal mit euch zusammen ein Bild, um halt jetzt aufwendigere Sachen da zu produzieren. So, das hätten wir dann erledigt. Wir zoomen hier auf jeden Fall nochmal rein, schauen uns die Schärfe an, werden jetzt hier eine Vignette erstellen und schauen mal, ob wir hier die Schärfe reinnehmen müssen oder nicht. Ich würde sagen nicht. Brauchen wir nicht. Leichtes Rauschen machen wir wieder rein. Und damit wäre eigentlich das Bild soweit fertig. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal wieder nach oben. Ja, ihr habt gesehen, so schnell kann man ein Bild bearbeiten mit meinem Preset-Paket. Gibt natürlich auch noch andere. Das heißt natürlich nicht, dass ihr da unbedingt das erwerben müsst. Aber ich denke mal, ich bin da schon auf dem richtigen Weg. Es kommen da auf jeden Fall noch 2-3 Updates, mit Sicherheit. Ich habe da auch schon ein paar Ideen, wie ich da vorgehen werde, was damit eingebaut wird. Also von daher seid da gespannt. Und ich würde sagen, damit haben wir alles gesagt. Abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Bye bye und ciao.